Ballonfahrer aus ganz Europa zieht es auch in diesem Sommer vom 18. bis zum 20. August nach Magdeburg. Auch bei der 7. Ballonmagie werden viele kuriose Ballonformen den Himmel über unsere Heimatstadt in ein romantisches Spektakel verwandeln. Es ist ein faszinierender Augenblick, wenn über 40 Heißluftballons fast gleichzeitig vom Elbauenpark aus in den Magdeburger Himmel der Sonne entgegenfahren. Ein ganz besonderer Hingucker sind wie immer die fantasievollen Sonderformen der Heißluftballons. Es gibt also keinen Anlass für einen schmerzhaften Kneifer, denn sie träumen ganz sicher nicht, wenn sie Eistüten, Mickey-Mäuse, Würstchendosen oder ein Luftschiff über sich schweben sehen. Die bunten Heißluftballons starten je nach Wetterlage morgens um 6 und abends um 18 Uhr vom Gelände des Elbauenparks und lassen sich vom Wind in die vier Himmelsrichtungen treiben. Ein bestimmtes Event zieht jedes Jahr mehrere tausend Besucher in seinen Bann. Das Nightglow, der Höhepunkt der Ballonmagie. Alle Ballons bleiben auf dem Boden, zünden im Takt von Musik ihre Flammen und verwandeln den Elbauenpark in ein leuchtendes Farm- und Formmärchen. Gänsehaut ist da garantiert. Radio SAW hat für diesen Abend wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Und ein Auftritt von Hathaway wird diesen Abend sicher unvergesslich machen. Allgemein ist die 7. Ballonmagie etwas Besonderes. Diese Veranstaltung in diesem Jahr hat einen besonderen Stellenwert, weil sich Magdeburg inzwischen durchgesetzt hat als Bewerber und dann auch den Zuschlag gehalten hat, also durchgesetzt hat für die Heißluftballon-Europameisterschaften im August 2007. Abgesehen von der Ballonmagie ist der Publikumsmagnet des Elbauenparks das Schmetterlingshaus. Zurzeit können 25 Arten von Faltern aus 4 Kontinenten beobachtet werden. Neben den Faltern sind aber auch noch andere exotische Tiere im Schmetterlingshaus beheimatet. Heute hat das Schmetterlingshaus seinen 5. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieses Jubiläums hat der Elbauenpark kleine Gäste eingeladen, die sich mit einem Clown, einer Hüpfburg und kostenlosem Eis und Brause vergnügen konnten. Ein riesiger Spaß in einer kleinen Oase.